Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit geht's rein ins neue Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 154 und zwar heißt dieses Kapitel Trennung. Wie ich anfangs gedacht habe letzte Woche, dass wir heute ein Flashback-Kapitel bekommen, bekommen wir heute ein reines Camelot-Kapitel. Damit habe ich nicht gerechnet. Dieses Chapter ist ziemlich interessant und ziemlich krass. Wir erfahren nämlich hier einiges und zwar Richtung Arthur und zwar Richtung Chaos. Was wir uns als Frage schon so ein bisschen immer gestellt haben, seit die Serie angefangen hat, ist ja das Thema rund um Arthur, warum er böse ist, und das werden wir heute so ein bisschen näher ergründen. Also lehnt euch zurück, wir gehen rein ins ganze Geschehen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Super-Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Four Nights of Apocalypse verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner menschlichen Review. Das Kapitel beginnt in Camelot und wir sehen, wie Arthur, Pellgard und Ironside zu sich ruft. Also die beiden haben quasi eine Audienz bei ihrem König. Arthur fragt Ironside, wieso er seinen Befehl missachtet und Ban angegriffen hat. Wie wir ja einige Kapitel zuvor gesehen haben, dass Ban den komplett auseinandergenommen hat und Ironside und die anderen sich zurückziehen mussten. Arthur hatte gesagt, dass sie das nicht tun sollten, aber Ironside hatte selber sich dafür entschieden, eben seine eigenen Erfahrungen mit den Sins zu machen, hat dann aufs Maul bekommen. Wir haben darüber natürlich gesprochen. Dementsprechend das hier also jetzt die Konsequenz daraus, dass Arthur ihn so ein bisschen tadelt. Wenn Arthur doch ausdrücklich erwähnt hatte, dass sie keinen Kampf mit den Seven Deadly Sins suchen sollten, er das aber jetzt eben getan hat. Ironside wollte Arthur nur nützlich sein, aber Arthur meint, dass er keine Ahnung habe, welche Macht die Sins besitzen, seine Männer, also die Chaos-Leute, also daher keine Chance besitzen, überhaupt gegen die Sins ankommen zu können. Um Ironside eine Lektion zu erteilen, zeigt Arthur den beiden nun etwas Neues, denn hinter ihnen erscheint eine Person, die am Boden liegt und verdeckt wird. Ironside und Pellgard ziehen dann die Decke vom Boden hervor und erblicken vor sich Vorildan, die völlig massakriert von ihrem Kampf zurückgelassen wurde, aus jetzt eben dem letzten Arc, den wir hatten. Und wie sie aussieht, holy shit, da hat Nakaba aber einiges sich wieder von Berserk angeguckt. Das ist ja wieder nicht mehr normal, wie die hier verunstaltet wurde. Also in den letzten Kapiteln hat man das ja schon gut gesehen durch die ganzen Life-Spirit-Kräfte von Percival, wie er da einfach seine Gegner mumifizieren kann. Also das geht schon in eine sehr, sehr düstere Richtung. Arthur meint, das sei nun mal das Ausmaß, wenn man einfach so in einen Kampf gegen die Sins spaziert, und hatte sowas in der Art schon erwartet. Arthur erkennt, dass sie gegen King gekämpft haben muss. Die Sins werden also nicht umsonst legendäre Helden genannt. Arthur will den beiden also nochmal verdeutlichen, dass ihre Kraft weit über dem Standard der Menschen liegt, also die Kraft der Sins, sie also noch keine Möglichkeit besitzen, da mithalten zu können. Ironside fragt schließlich, was er damit genau meine, also mit diesem noch nicht genug Kraft haben, ob sie vielleicht eine Chance haben, genauso stark zu werden wie die Sins, damit sie mit denen konkurrieren können. Und Arthur erklärt, dass sie dafür ihre Menschlichkeit verlieren müssen. Und hier bekommen wir nun ein bisschen mehr Erklärung zu diesem ganzen Chaos-Ding. Daraufhin steht Vorildan einfach auf, heilt sich komplett und ist wieder wie neu. Also nicht die alte Vorildan, sondern die jüngere Version davon. Also sie bleibt nicht diese alte Hexe, was Percival eben mit ihr gemacht hat, sondern sie ist wieder wie neu. Sie hat hierbei auch das heilige Elixier dabei, was ich mir ja schon gedacht habe, was wir auch schon tausendmal besprochen haben, dass es sonst keinen Sinn machen würde, weil Diodra ja geheilt werden müsste. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie diesen letzten Schluck eben für Diodra verwenden werden, aber hier wird im Chapter noch nicht weiter darauf eingegangen. Ihre Mission ist dabei erfüllt und dementsprechend hat sie das Elixier erfolgreich nach Camelot gebracht. Wir erfahren also, Vorildans zweite Seite besteht aus Chaos, dass sie dafür ihre Menschlichkeit aufgegeben hat. Beltrape bzw. Bertolep, je nachdem wie man den ausspricht, hat dies ebenfalls getan, also der grüne Ritter von den Four Perils. Vorildan erklärt dann, dass ihr Kampf gegen King nach ihren Erwartungen verlief, aber dafür etwas Unvorhersehbares passiert ist.
ist, da Percival von den Four Nights of Apocalypse wieder aufgetaucht ist, was Ironside schockiert, da Mordlache nun umsonst gestorben ist. Pelgard wusste ja bereits davon, da er zuvor mit Donny und Anne gesprochen hatte, aber Arthur weiß bereits davon, wie wir uns das schon gedacht haben. Also der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der hat mittlerweile bemerkt und realisiert, dass Pelgard ihn verraten hat. Es wurde anscheinend schon verifiziert, dass Pelgard mit Gopher gemeinsame Sache gemacht hat, damit Annes Gruppe aus Camelot fliehen konnte. Dafür hat Vorrel dann einfach die Erinnerungen der Umgebung abspielen lassen. Ich sag euch ehrlich, der Move ist total OP, allein dass sie damit das Elixier schlussendlich bekommen hat. Pelgard greift zu seiner Waffe, er geht natürlich jetzt davon aus, dass er ausgeschaltet wird, aber Arthur ist gar nicht sauer auf ihn, sondern offen dafür, den beiden eine weitere Chance zu geben. Arthur erpresst die beiden ziemlich offensichtlich und manipuliert sie in die Richtung, dass es ja ihre eigene Entscheidung sei, ob sie ihm helfen wollen oder nicht. Hierbei zeigt er ihnen Diodra und Pelgards Familie, wie noch einige andere Charaktere, die vermutlich auf die anderen beiden der Four Evils zutreffen, je nachdem, müssen wir mal schauen, für deren Wohl die beiden kämpfen sollten. Arthur fragt die beiden also, was sie wollen, und sollten sie weiterhin ihre Familien beschützen wollen, müssen sie an seiner Seite die Seven Deadly Sins und die Four Nights of Apocalypse vernichten, die das Wohl ihrer Heimat Camelot bedrohen. Kämpfen die beiden also als Menschen und verlieren alles, was sie haben und lieben, oder lehnen sie ihre Menschlichkeit ab und gewinnen alles, was sie sich sehnlichst wünschen? Arthur überlässt den beiden ihre Entscheidungen, denn sie können nur einen der beiden Wege wählen. Pelgard findet es abscheulich, willigt allerdings trotzdem ein, um seine Familie zu beschützen, und Ironside will auch alles für Diodra tun und willigt daher ebenfalls ein. Die beiden werden schließlich mit der Kraft von Chaos ausgestattet und verlieren hierbei ihre Menschlichkeit. Voridan meint dann, dass sie das hätten früher tun sollen, aber Arthur erklärt, dass sie einen großen Stolz besitzen und er erst mit ihrem Einverständnis solche Schritte eingehen kann. Des Weiteren, und das ist ganz wichtig, erklärt Arthur hier oder bestätigt er ebenfalls, dass er zunächst gezögert hat, dass seine menschliche Seite ihn davon abgehalten hat. Ironside und Pelgard sind nun wirkliche Mitglieder der Four Evils, doch sie haben dafür ihre Menschlichkeit verloren, und nicht nur das, sie wissen nun auch nicht mehr, für wen sie eigentlich kämpfen, da sie ihre Erinnerungen an ihre Geliebten ebenfalls verloren haben. Und damit endet dieses Kapitel hier. Also, wir können einiges aus diesem Kapitel entnehmen. Erstmal, Arthur wird nicht von Chaos kontrolliert. Im Liones-Arc wurde das ja schon widerlegt. Da hatte Meliodas gefragt, wieso Arthur böse geworden ist. Oder zumindest hinterfragt, wie er zu diesem jetzigen Arthur geworden ist. Und das Einzige, was Arthur darauf als Antwort hatte, war, dass das nun mal eben alles seine Entscheidung ist. Und dass er sich selber dafür entschieden hat. Er hatte also selbst gesagt, dass Chaos ihn nicht kontrolliert, und das scheint der Wahrheit zu entsprechen. Das hatten ja einige immer noch nicht glauben können, weil Arthur so diese 180-Grad-Drehung gemacht hat, aber scheinbar wird das jetzt so richtig hinterlegt hier, dass man zwei Seiten haben kann, und das spiegelt sich ja gut in Arthurs Verhalten wider. Wir sehen ja immer in der gesamten Serie, dass er mal dieser nette, liebe, lustige, alberne Charakter ist und dann einfach wieder so einen absoluten Switch in seiner Persönlichkeit macht und auf einmal der kaltblütige Herrscher ist, dieser sehr bösartige König, der irre König, wenn man so möchte. Und hier wird das ein bisschen erklärt. Hier sagt man, okay, es gibt zwei Seiten. Wenn man seine Menschlichkeit niederlegt, dann kann man ein Level erreichen, das mit den Sins konkurrieren kann. Dann kann man eben mit Chaos einen Pakt eingehen, aber nicht, dass Chaos als einzelnes Individuum dann diese Körper kontrolliert, sondern dass man selber das Chaos dann kontrolliert. Was dann später irgendwann vielleicht noch mit reinkommen kann, dass Chaos einen eigenen Willen hat und so weiter, das könnte man vielleicht auch noch machen, aber Stand jetzt ist das aktuell noch nicht so und finde ich auch gut so. Ich hoffe, dass man das nicht ändern wird, zumindest nicht in der Form, dass Arthur dann doch kontrolliert wird oder so etwas. Dass man dann hingeht und sagen wird, ja, Arthur wurde ja doch nur manipuliert und so ein Kram. Kommen wir auf Ironside und Pelgard zu sprechen. Die haben jetzt ihre Erinnerungen verloren an die geliebten Menschen, für die sie das Ganze erst machen wollten, was ziemlich diabolisch ist von Arthur, weil er das ja wahrscheinlich wusste und ihnen nicht gesagt hat. Also das wieder zu diesen beiden Seiten. Auf der einen Seite will er das nicht, dass er die beiden in diese Richtung schiebt. Jetzt macht er es aber doch und sagt ihnen nicht alles davon. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich asozial und manipulativ. Jedenfalls reden wir mal über die Konsequenzen, die das hier haben könnte. Bei
Bei Pelgard ist es ziemlich heftig, weil möglicherweise könnten seine Erinnerungen auch beeinträchtigt worden sein in Richtung Percival, dass er jetzt nicht mehr mit dem Gut ist oder dass er nicht mehr weiß, dass er mit dem Gut war. Das bedeutet, dass wir nicht nur jetzt erstmal diesen Bezug zu seiner Familie haben, dass er da nicht mehr weiß, wer die beiden sind, seine Frau und sein Sohn, sondern dass er auch nicht mehr weiß, wer Percival ist. Und das macht es natürlich ziemlich mies, weil der eigentlich auch der guten Seite positiv gegenüber eingestellt war. Real Talk. Perfektes Writing hier an der Stelle wieder. Was Nakaba hier wieder macht, ist gestört, dass er Pelgard in eine Richtung drängt oder ihm sogar das nimmt, was ihn eigentlich als einziges dazu bewegen lässt, diese Entscheidung zu treffen, weil ihn hält ja nichts an Arpa, außer seine Frau. Er macht das ja nur seiner Frau zuliebe, weil von seinem Sohn hat er sich längst verabschiedet. Er hat das längst verarbeiten können, dass sein Sohn damals gestorben ist. Wir haben den Flashback letztens besprochen, vor einigen Monaten, als wir diesen Mini-Camelot-Arc hatten mit Donny und Anne und so weiter, wo sie bei dem zu Hause waren. Da haben wir einiges über Pelgard erfahren können. Das war sehr, sehr mies und traurig, muss man schon sagen. Absoluter Ehrenmann, dass er jetzt aber die Erinnerung an alles verliert und einfach zur hirnlosen, wenn man so möchte, Marionette wird von Arthur, ist sehr gestört. Weil das ja das Einzige war, warum er das getan hat. Und jetzt diesen einzigen Bezugspunkt auch noch verliert. Sehr, sehr mies, ja. Das Schicksal von einem Pelgard, ja, tut mir einfach nur leid. Ich denke, er wird auch im Laufe der Story noch sterben. Da bin ich mir eigentlich bei allen Four Evils ziemlich sicher. Ja, Pelgard einfach nur ein Ehrenmann. Tut mir sehr, sehr leid für ihn, dass das mit ihm hier gerade passiert. Aber für Storytelling finde ich es perfekt. Bei Ironside ist es auch fraglich, weil er jetzt auch keinen Bezug mehr zu Deodra hat. Und da bin ich jetzt gespannt, was man aus Deodra machen möchte. Wir wissen ja schon, dass Ironside auf jeden Fall in der Zukunft sterben wird durch Guinevere's Vision. Sie hat gesagt, dass Ironside in den Armen seines Sohnes sterben wird. Und da Deodra der wirkliche Sohn von Ironside ist, wird Ironside in den Armen von Deodra sterben. Es gab ja auch die Theorie, dass in der Rüstung in 5 Jahren, wenn die Four Evils gegen die Seven Deadly Sins fighten in Leonis, dass in den Rüstungen andere Personen stecken, also an der Seite von Arthur, und in der Rüstung von Ironside gar nicht Ironside ist, sondern Deodra möglicherweise, also bis zu dem Zeitpunkt vielleicht Ironside schon gestorben ist. Das müssen wir sehen einfach, da müssen wir einfach abwarten. Ich bin sehr gespannt, was Arthur jetzt mit Deodra vorhat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Elixier für ihn genutzt wird, weil es wurde nicht explizit von einer anderen Person gesprochen, die es benötige. Also gehe ich stark davon aus, dass er hier dafür in Frage kommt. Jetzt hat Ironside keinen Bezug mehr zu Deodra. Er weiß jetzt nicht mehr, wer sein Sohn ist. Deodra dafür natürlich schon. Aber er wird vermutlich jetzt Percival oder Leonis oder den Knights of Apocalypse dafür die Schuld geben, hatte er sowieso schon genug Grund, die zu hassen, weil Lancelot seinen Onkel umgebracht hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eine Rache-Story kriegen und dass Arthur das alles so hinbiegt, dass Deodra perfekt der nächste Ironside für ihn werden kann. Also da hat man auf jeden Fall gute Vorarbeit geleistet. Die Four Perils oder Four Evils, je nachdem, sind jetzt also alle mit Chaos ausgestattet. Das war also auch der Grund, warum Bertholab bzw. Voridan stärker waren als Pelgard und Ironside. Ob die jetzt wirklich mit den Sins mithalten können, wage ich mal zu bezweifeln. Ich meine, auch Voridan wurde aus dem Leben geschallert von einem Full Power King. Das hat man ja letztens gesehen vor ein paar Wochen. Dementsprechend wird sich das vermutlich nicht alles in der Stärke äußern, sondern eher in den Fähigkeiten. Wir haben gesehen, Voridan kann man nicht so einfach töten. Von daher steht die auch easy wieder auf. Hat viele verschiedene Talente, Zauber, Magien, Fähigkeiten, wie auch immer. Ironside und Pelgard haben das jetzt ebenfalls bekommen. Beltray bzw. Bertholab, der ist vermutlich der eindrucksvollste von den Vieren. Ich denke, da wird sich einiges zeigen. Vielleicht können sie nicht auf eine einfache Art und Weise sterben. Vielleicht wird sowas auch nicht mehr funktionieren, dass Percival einfach zu denen hingeht, die mit seinen Life-Spirit-Fähigkeiten berührt, dass sie sterben können, dass sie down sind so mäßig. Das wird alles dann vermutlich nicht mehr so einfach funktionieren, weil Chaos jetzt ebenfalls mit von der Partie ist. Aber wie gesagt, bei Ironside wissen wir ja schon, dass er sterben wird. Aber da wissen wir noch nicht, durch wen und wie kommt das überhaupt zustande. Von daher, ja, mal schauen, ob diese
teilweise menschliche Seite nochmal wiedererlangt werden kann, auch wenn sie an sich nicht weg ist, weil wir haben ja gesehen, bei Worldan ist die menschliche Seite noch da oder war sie noch da im Kampf gegen King und jetzt halt eben im letzten Arc und bei Arthur selber ist die menschliche Seite ja auch noch da. Sie legen zwar die Menschlichkeit ab, aber sie haben immer noch ihre menschliche Seite irgendwo. Also sie sind immer noch ein Mensch irgendwo. Ich möchte noch kurz über eine Theorie sprechen, die ich aufgeschnappt habe, die jetzt mit diesem Kapitel quasi in eine gute Richtung geht, sag ich mal. Und zwar geht es natürlich wieder um die Vision der nächsten 5 Jahre, dass wir gesehen haben am Anfang von Part 2, dass Bahn durch Lancelot stirbt. Also, dass Lancelot die Seiten wechselt und dass Lancelot ein Ritter von König Arthur wird. Dementsprechend er also böse wird oder wie auch immer. Hier könnte diese ganze Chaos-Seite, diese ganze Menschlichkeit so ein bisschen eine Rolle spielen, dass auch ein Lancelot möglicherweise von einer Chaoskraft profitieren könnte und dadurch seine Erinnerungen beeinträchtigt werden, dass er also vielleicht gar nicht mehr weiß, wer sein Vater ist. Das ist auch gar nicht so abwegig, weil sein massives Power-Up, das er damals bekommen hat, weil er bei der Lady of the Lake zusammen mit Jericho war oder in dieser World Beyond, wo wir noch nicht wissen, was ist das überhaupt, da haben wir ja nur mal einen kurzen Sneak Peek drauf bekommen. Wir werden sicherlich irgendwann einen Flashback dazu kriegen, was sehr interessant werden wird, weil wir wissen ja noch überhaupt gar nicht die Connection, den Bezug von Lady of the Lake, World Beyond und Chaos und Arthur und so weiter. Was hat das alles miteinander zu tun? Also das wird sicherlich alles noch erklärt werden. Kann ich mir gut vorstellen, dass auch Lancelots Kräfte mit Chaos zu tun haben werden. Auch Percivals Life Spirit Kräfte sind ja vom Ursprung her abhängig. Also gehe ich auch davon aus, dass die ja auf alles Leben einen Bezug haben, dementsprechend auch mit Chaos in Berührung kommen werden oder vermutlich auch aus Chaos entstanden sind. Müssen wir mal schauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht mit der Menschlichkeitsseite was Ähnliches machen wird und dass Lancelot auch nicht einfach so von seiner depressiven Richtung gerade wegkommt, auch wenn Percival vor ihm stehen würde, dass er vielleicht in ein sehr, sehr heftiges Loch gefallen ist. Aber müssen wir mal schauen. Vielleicht wird das so ein Ding sein für die nächsten Arcs, für die nächsten Chapter, dass Lancelot ziemlich einfach zu brechen ist mental, weil es hat ja nur diesen einen Percival-Moment gebraucht, damit er sich komplett fallen lässt und alles an Motivation verliert. Vielleicht wird es in Zukunft noch mehr solcher Momente geben, die aber nicht unbedingt was mit Percival zu tun haben müssen, die Lancelot brechen werden und dementsprechend wird er sich dann auch auf eine einfache Art und Weise manipulieren lassen. Das nächste Kapitel heißt Wiedervereinigung. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall sehen, wie Percival und Narsien sich mit mindestens einer weiteren Person wieder vereinigen. Ich bin gespannt, ob sie wirklich nach Lyonis fliegen und dort sich mit allen treffen. Wie gesagt, ich hatte das im letzten Kapitel so etwas hinterfragt, warum King und Diana nicht mitgekommen sind, weil es ja eigentlich von denen erwartet wurde, dass die jetzt auch zu diesem Meeting, zu diesem Gespräch, zu dieser Konferenz gehen mit den Sins und so weiter. Das wurde ja zumindest gesagt. Vielleicht sehen wir im nächsten Kapitel schon Lancelot, wie Percival und Narsiens nach Benwick gehen, also zu Elaine und Bahn. Dann sehen wir möglicherweise nach dem Timeskip mal Lancelot wieder, der sich vermutlich nicht heftig verändert hat, außer eben in die Depressionen verfallen ist, nach dem, was mit Percival passiert ist. Aber ich denke, das wird nicht von langer Dauer sein, wenn Percival eben vor ihm steht und er keinen Grund mehr hat, traurig zu sein. Von daher, ja, ich bin gespannt, wie das nächstes Mal aussehen wird. Vielleicht kriegen wir den Lancelot Depri Arc, müssen wir mal schauen. Aber das soweit dazu. Also, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich fand das Chapter hervorragend, sehr geil. Wir haben mehr Erklärungen bekommen, mehr in Richtung Arthur, sehr stabil. Und ich finde es gut, dass er nicht wie eine Marionette gesteuert wird oder so etwas, sondern dass es seine eigenen Entscheidungen sind, dass er selber diesen Weg einfach, diesen Pfad eingeschlagen hat. Sehr nice. Lasst mir gerne all eure Meinungen, all eure Kommentare unten da und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!